Hallo und willkommen in der Gemeinde Niederfino. Niederfino übrigens 1227 erstmals urkundlich erwähnt, weltweit bekannt durch das hinter mir stehende Highlight des Landes Brandenburg, dem Hebewerk. Dieses technische Meisterwerk funktioniert seit 1937 tadellos. Ein Fahrstuhl für Schiffe mit einer Höhenbewältigung von 36 Metern innerhalb von nur 5 Minuten. Tausende, ja hunderttausende Besucher kommen jährlich hierher und bestaunen dies. Um unseren zahlreichen Touristen auch einen angemessenen Parkplatz bieten zu können, hat die Gemeinde Niederfino einen harten Kampf geführt. Diese nun fast unendliche Geschichte findet in dieser Woche am 9. Mai ein gutes Ende. Ein Jahr nach dem Spatenstich ist die offizielle Übergabe des Parkplatzes. Von dem alten Wüstenparkplatz ist nichts mehr zu sehen. Die alte Parkanlage wurde nicht nur erneuert, sondern auch vergrößert. Das knapp 20.000 Quadratmeter große Gelände bietet Platz für über 300 Pkw-Stellplätze, von denen 10 behindertengerecht sind. Dazu kommen noch 50 Stellflächen für Kradfahrer und weitere 5 für Busse. Ganz neu ist auch die automatische Schrankenanlage in der Parkplatzeinfahrt. Hier werden die Besucher des Hebewerks künftig ihre Parktickets lösen. Finanziert wurde der Platz durch das Amt für Flurneuordnung und ländliche Entwicklung Prenzlau, dem Landkreis Barnim, dem Arbeitsamt und zu einigen Teilen durch die Gemeinde selbst. Insgesamt sind Kosten von ca. 1 Million Euro entstanden. Pünktlich zum Saisonauftakt können die neuen Stellflächen von den Gästen genutzt werden. Seit vorhin Jahr April war der erste Spatenstich, dann über den Sommer. Der Winter allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht mit Frostperiode und dadurch hat sich das ein bisschen verzögert. Wie Sie sehen, ist es fast fertig und die Endabnahme soll diese Woche passieren. Wir hoffen, wir sind guter Dinge. Kein Vergleich, wer das kennt von vorher und jetzt heute, sagt wie Tag und Nacht oder wie Himmel und Erde, so ungefähr. Also ist nicht zu verbessern. Fleißig gearbeitet wird auch direkt neben dem erbauten Parkplatz. Das neue Gasthaus Nieder-Oderbruch bietet nicht nur ein vielseitiges Speiseangebot, sondern auch einen Biergarten und Tanzveranstaltungen. Heiße Diskussionen gibt es seit langem wegen den Gewerbeflächen. Schon seit Jahren werden die Budengeschäfte von vielen Besuchern kritisiert. Der jetzige Standort wird Ende der Saison beräumt, um die Fläche für das geplante Informationszentrum des Wasserstraßenneubauamtes zu nutzen. Fertiggestellt ist die neue Gewerbefläche bereits fast, aber erst im kommenden Jahr werden die Betreiber mit dem Aufbau der fest installierten Pavillons beginnen. Am Bau der neuen Stellflächen waren zum Teil auch Arbeitskräfte aus der Region beteiligt. Der Hochbau, der wurde von Firmen der Region gemacht, ausschließlich. Also Eberswalder und Freienwalder Firmen. Die Vermessung wurde zum Beispiel aus dem hiesigen Raum gemacht. Der Neubau des Parkplatzes bringt wie erwartet eine minimale Gebührenerhöhung mit sich. Diese beinhaltet aber auch die kostenfreie Toilettenbenutzung. Das ist natürlich mit das Wichtigste, was wir hier haben auf dem Parkplatz, eine behindertgerechte Toilettenanlage. Nicht sehr billig, aber doch sehr gut für knappe gute 90.000 Euro. Das ist schon ein ganz schöner Happen. War natürlich auch gefördert, Gott sei Dank, muss ich sagen. Sonst wäre es ja nicht leistbar gewesen. Heute insofern so schön und so gut angenommen, da hat ja keiner einen Unkostenbeitrag zu zahlen hat, sondern alles nur über die Parkgebühren abgewickelt wird, wird auch entsprechend angenommen, können Sie sich vorstellen. Beim Neubau der riesigen Parkanlage wurde aber nicht nur an die Kraftfahrzeuge gedacht, sondern auch an die immer größer werdende Schar von Radfahrern. Neben den entsprechenden Fahrradständern können die Radler auch 6 verschließbare Boxen in Anspruch nehmen. Ja, der Parkplatzneubau soll auch zünftig gefeiert werden. Wir laden herzlich am 10. Mai zum ersten Schiffshebewerksfest ein. Musikalisch ist für gute Stimmung gesorgt, Attraktionen gibt es für groß und klein. Ein Höhenfeuerwerk wird dann nach 22 Uhr den Himmel erstrahlen lassen. Und Höhepunkt des Abends wird Peter Schilling sein. Übrigens, laut Aussage der Oma des Veranstalters, der aus diesem Ort kommt, ist der 10. Mai bisher immer warm und trocken gewesen. Und dies sollte ein gutes Omen sein. In diesem Sinne, gutes Gelingen und machen Sie es gut, machen Sie es besser. Und vielleicht sehen wir uns am 10. Mai hier vor Ort.